Hallo liebe Leute, es ist Zeit für die 90. Folge von Brote, Brote, Brote. 2 Wochen unfreiwillige Pause habe ich hinter mir. Das tut mir sehr leid. Das werde ich versuchen, jetzt wieder gut zu machen. Und zwar mit einem sommerlichen Spiegeleibrot. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was so sommerlich an einem Spiegeleibrot ist. Das verrate ich euch jetzt, denn jetzt ist es Zeit für die Zutaten. Und da habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Natürlich brauchen wir, genau, Toast. Toast ist so wunderbar facettenreich, dass wir ihn mit allen möglichen belegen können, ohne dass er dem Ganzen so eine starke, dunkle Note oder so mitgibt. Das ist ein Mehrkorntoast. Den toasten wir natürlich, das ist ja klar. Außerdem brauchen wir keine Butter, keine Margarine, heute mal ganz ohne, denn wir machen eine kleine geile Salsa, ole, und da ist eigentlich genug drin. Also da müssen wir nicht noch mit Streichfett irgendwie was beweisen wollen. Es soll ja auch ein bisschen sommerlich, luftig, locker, frisch, wie auch immer sein. Also wir brauchen Toast, haben wir erklärt, wir brauchen keine Butter, keine Margarine, haben wir auch erklärt. Wir brauchen natürlich Spiegelei, aber das ist erst das Topping, denn für die Salsa brauchen wir eine Rührschüssel, jawohl. Wir brauchen Öl, ein bisschen Limettensaft. Ich wollte eine frische Limette nehmen, habe aber keine bekommen. Schlimm, oder? Irgendwer scheint in der Stadt ein Caipirinha festzumachen. Es gab keine Limetten, ich bin sehr traurig. Aber die gibt es ja, das ist natürlich nicht das Gleiche. Das weiß ich, aber es gibt ja hier diese Limetteneier. Das nehmen wir. Wir brauchen ein bisschen Tabasco, Salz, Pfeffer. Alles hier in die Rührschüssel, ein bisschen. Und dann Spitzpaprika, die habe ich hier schon mal in so 4 Streifen geschnitten. Wir werden also Spitzpaprika gleich in dünne Streifen schneiden, Scheiben, Streifen. Werdet ihr gleich sehen. Kommen da rein, 2 Tomaten kommen da rein, außerdem noch Avocado. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie viel die hergeben, deswegen habe ich da 2 liegen. Eine schon geschält, eine noch ungeschält. Und Zwiebeln, das kommt alles da rein. Wie gesagt, nur ein bisschen Tabasco, soll ja nicht scharf sein, sondern nur so ein bisschen Caramba geben. Ordentlich durchwalken, dann haben wir eine richtig schöne Salsa, die kommt auf den Toast und auf die Salsa und den Toast kommt dann die kleine Spiegelei. Achso, Zwiebeln habe ich noch. Genau, so und jetzt halt den Sabbel, denn jetzt geht's auch schon los. So, der Toast ist im Toaster, da habe ich auch schon 2 leicht vorgetoastete Toasts. Vorgetoastete Toasts, das klingt so falsch, wie es nur sein kann, aber es ist richtig. Ich habe ein bisschen geschnibbelt, man sieht es hier, das sind 2 ganze Tomaten, sehr fleischige Tomaten, allerdings von der Farbe her nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht habe. Von außen sahen die geil aus, von innen sind sie noch ein bisschen blass, aber gut, das kompensieren wir einfach mit dieser wunderschönen, roten, satten Spitzpaprika. 1 ganze ist das, die schmeckt sehr nach Paprika, hervorragend. Die Zwiebel schmeckt auch sehr nach Zwiebel, das habe ich schon probiert, das ist natürlich keine ganze Zwiebel, das sieht man auch. Ich hatte erst Ringe und dann habe ich gesagt, naja, Ringe für das Salsa ein bisschen unpraktisch. Deswegen habe ich sie noch ein bisschen zerhackt. Und hier haben wir 1 ganze Avocado. Die 2. Avocado, na, die spare ich mir. Das wird sonst ein bisschen sehr viel. Ich habe sowieso schon Bedenken, dass das alles in die Schüssel passt. Aber das werden wir jetzt mal direkt austesten. Ich brauche 1 Löffel. So. Ja, ich habe dich gehört, Toast. 1. 2. 3. Nein, 2 Löffel reichen. Im 3. war nichts mehr drauf. Wir brauchen ein bisschen Tabasco. 1, 2, 3. Oh, gut. So, ihr habt gesehen, wie viel das war. Das waren ungefähr 6 Tropfen. Jetzt kriegt man wahrscheinlich gleich direkt den Alarm, aber keine Panik. Alles wird gut. Wir brauchen außerdem 3 Spritzerchen aus diesem Limettenei. Eigentlich, ich habe die Befürchtung, dass es sehr konzentriert ist. Ach ne, geht. Dann können wir noch ein bisschen mehr machen, denn ich möchte einen Teelöffel davon, Entschuldigung, einen Teelöffel davon da drin haben. Der kleinste Rührbesen der Welt kommt hier zum Einsatz. Und jetzt wundert ihr euch ein bisschen, das sieht jetzt natürlich sehr sorgig aus. Ich mache da jetzt nicht mehr Flüssigkeit dran, denn es kommt auf ein Brot. Das ist ja kein Dressing. Da
Das soll gleich nur dieses Salz ein bisschen anmachen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt jetzt eigentlich auch nur ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer rein, weil rein für die Optik kommt nachher noch Salz und Pfeffer oben auf das Spiegelei. So, einmal und zweimal. Und ganz wichtig, wo Tomate dran ist, gehört Salz dran. Aber bei Tomate gehört auch immer ein bisschen Zucker dran. Und ein bisschen. So, das sollte auch schon reichen. Und jetzt kommt dann nochmal der kleinste, Entschuldigung. Der kleinste Rübesen der Welt, da ist er. So, mehr durchwalken muss ich das eigentlich gar nicht, denn das Walken kommt jetzt ja eigentlich. Jetzt kommen nämlich die Zutaten dazu. Wir haben, ups, einmal die Zwiebel. Klar, jetzt ist alles durch die Gegend geflogen hier. Moment. So, Zwiebel. Tomate. Und da sieht man schon, da ist genug Flüssigkeit, das reicht eigentlich. Da muss man nicht noch mehr Flüssigkeit dabei fügen. Das soll ja auch eigentlich nur die Aromen ein bisschen hervorheben. Das Ganze am besten jetzt ein bisschen ziehen lassen, wenn man es einmal durchgewalkt hat. Damit das alles richtig schön miteinander eine Sorge ergibt. Das mache ich jetzt und versau dabei ein bisschen das Interieur. Und während das dann einzieht, macht ihr eine kurze Pause und ich auch und dann sehen wir uns gleich wieder. Mmh. Oh, Tomaten und Avocado ist ja sowieso schon mega. Ein Traum. Ihr könnt hier oben mal schauen, irgendwo links oder rechts oben, ich weiß es gerade nicht, ist gerade was eingeblendet, was auch mit Avocados zu tun hat. Ein anderes Rezept. Und für den Fall, dass euch das nichts gebracht hat, weil ihr das gerade auf Snack TV schaut, da gibt es diese Einblendung nämlich gar nicht. Dann gibt es hier unten nochmal eine Bauchbinde und da steht etwas mit Avocado. Das sind alle Rezepte von Brote, 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 wo ich Avocado benutzt habe. Auch die Salatrezepte. Mmh. So. Ich gehe jetzt mal kurz aus dem Bild raus. In der Zwischenzeit vergeht mindestens 10 Minuten, Viertelstunde. Dann bin ich gleich wieder da. Ihr werdet denken, es wäre nichts passiert. Und dann kann das schon aufs Brot. Moment, Achtung, Zaubertrick. So, 10 Minuten sind rum. Das hat... Oh, das hat hervorragend gezogen. Aber mein Messer ist voller Avocado. Deswegen muss ich mir kurz die Hand waschen. So. Toast, Toast, Toast. Nächste Toastphase. Da ist der Toast. Jetzt habe ich den Löffel weggetan, ich Hirsch. Sowas. So. Und jetzt geht's auch schon los. Mmh. Ach, das schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Das ist echt schade, wirklich. Es riecht so wunderbar sommerlich, das ist ein Traum. So, einsmal, zweimal. Auf der Webseite, die jetzt hier unten eingeblendet ist, brotebrotebrote.de, findet ihr das genaue Rezept, also das genaue Mischungsverhältnis für das Dressing, ja, und überhaupt für alle Zutaten dieser kleinen Tomaten, Avocado, Paprika, Zwiebel, Salsa. Alle Zutaten findet ihr dort, auch in der richtigen Mengenangabe und mit der Mengenangabe, für wie viele Brote das reicht. Weil das sieht man ja jetzt, da ist ja mehr als zwei Brote sind da ja drin. Also, schaut da mal vorbei, dann wisst ihr es genau. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Hunger. Wenn ich das hier so sehe, dann, wow, kriege ich monstermäßigen Kohldampf. So, einmal. Lappt jetzt hier zwar so ein bisschen drüber, aber das kann man ja so drapieren. Oh, jetzt läuft das Ei auch noch aus. Das ist aber schade. So. Und numero due. So. Das Ei läuft aus. Ich muss mich beeilen. Aha. Aber. Moment. So.
tackern das hier mal so fest. Du hältst jetzt mal das Ei fest hier. Halt das Ei jetzt fest. Mensch. Moment. So. Ich muss mich beeilen, denn das Ei eilt davon. Also schaut es euch an. Spiegelei riecht sowieso schon total sexy und mit Avocado, Tomate, Spitzpaprika und Zwiebeln ist das wow. Also macht's nach, ein kleiner Snack quasi und in der Menge, die wir jetzt hier vorbereitet haben, müsste das, also ich luke jetzt mal da drauf und ich sage, das reicht für mindestens 6 solcher Brote. Wenn nicht, sogar für 8, aber soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also wenn ihr eine kleine Gesellschaft habt und ihr möchtet die überraschen, kauft euch eine Spitzpaprika, 2 Tomaten, eine Avocado und eine halbe Zwiebel. Das müsste so ungefähr das Mengenverhältnis sein und ihr könnt den diesen kleinen, aber sehr, sehr geilen Snack servieren. Macht es nach, ich freue mich auf euch. Nächste Woche gibt es keine Folge mit Broten, aber dafür mit Salaten, das 3. Salatspecial. Freut euch drauf, es werden richtig geile Salate. Vielleicht ist ja da auch einer bei, der dazu passt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden es Salate sein, die zum Grillen passen. Und das Wetter, naja, ihr seht es ja selber. Also, macht's gut, bis bald. 5 Wochen jetzt Salate, dann gibt es wieder Brote. Tschüss und guten Appetit.